Emmy von Roden, der Trotzkopf, gelesen von Vera Laufer. Kapitel 1. Papa, Diana hat Junge! Mit diesen Worten trat ungestüm ein junges, schlankes Mädchen von 15 Jahren in das Zimmer, in dem sich außer dem Angeredeten, seiner Frau und dem Pfarrer noch Besuch aus der Nachbarschaft, ein Herr von Schäffer mit Gattin und Sohn, befanden. Alles lachte und wandte sich dem Mädchen zu, das ohne jede Verlegenheit auf seinen Vater zueilte und ausführlich über das wichtige Ereignis berichtete. »Es sind 4 Stück, Papa«, erzählte sie lebhaft. »Und sie sind braun, genau wie Diana. Komm, sieh sie dir an, es sind reizende Tierchen. Vorn an den Pfötchen haben sie weiße Flecke. Ich habe gleich einen Korb geholt und mein Kopfkissen hineingelegt. Sie müssen noch warm liegen, die kleinen Dinger.« Gutsbesitzer Oberamtmann Macket legte den Arm um Ilses Schultern und strich ihr das wirre Lockenhaar aus dem erhitzten Gesicht. Er sah sein Kind mit wohlgefälligen Blicken an, wenn auch Ilses Aufzug durchaus nicht geeignet war, Wohlgefallen zu erregen. Besonders jetzt nicht, da fremde Augen ihn musterten. Das abgetragene dunkelblaue Waschkleid, blusenartig gemacht und mit einem Ledergürtel gehalten, mochte wohl recht bequem sein. Aber kleidsam war es nicht, und einige Flecke und Risse darin dienten ebenfalls nicht dazu, sein Aussehen zu heben. Die hohen, plumpen Lederstiefel, die unter dem kurzen Kleid hervorblickten, waren voll Staub und eher grau als schwarz. Aber Herrn Macket störte dieser Aufzug nicht. Er sah in die fröhlichen, braunen Augen seines Lieblings. Die so wenig vorteilhafte Kleidung bemerkte er nicht. Er war im Begriff, sich zu erheben, um den Wunsch seines Kindes zu erfüllen, als ihm seine Gattin, eine vornehme Erscheinung von ruhigem, aber energischem Wesen, zuvorkam. Sie stand auf und trat auf Ilse zu. »Liebe Ilse«, sagte sie freundlich und nahm das Mädchen bei der Hand, »ich möchte dir etwas sagen. Willst du mir einen Augenblick in mein Zimmer folgen?« Ruhig, aber bestimmt waren die Worte gesprochen, und Ilse fühlte, dass ein Widerstand vergeblich sein würde. Ungern folgte sie der Mutter in den anstoßenden Raum. »Was willst du mir sagen, Mama?« fragte sie und sah Frau Macket trotzig an. »Nichts weiter, mein Kind, als dass du sofort auf dein Zimmer gehen und dich umkleiden sollst. Du wusstest wohl nicht, dass wir Gäste erwarten?« »Doch, ich wusste es, aber ich mache mir nichts daraus«, gab Ilse kurz zur Antwort. »Aber ich, Ilse, mir kann es nicht gleichgültig sein, wenn du dich in einem so unordentlichen Kleid blicken lässt. Du bist kein Kind mehr mit deinen 15 Jahren. Bedenke, dass du seit Ostern konfirmiert bist. Eine angehende junge Dame muss den Anstand wahren. Was soll denn der junge Schäffer von dir denken? Er wird dich auslachen und dich verspotten.« »Der dumme Mensch«, fuhr Ilse auf. »Ob der über mich lacht oder spottet, ist mir ganz gleichgültig. Ich lache auch über ihn. Tut, als ob er ein Herr wäre mit seiner Hornbrille und geht doch noch in die Schule.« »Er ist Primaner und 19 Jahre alt. Nun sei vernünftig und kleide dich um, Kind. Hörst du?« »Nein, ich ziehe kein anderes Kleid an.« »Wie du willst. Aber dann bitte ich dich, dass du in deinem Zimmer bleibst und dein Abendbrot dort verzehrst«, gab Frau Macket ruhig zur Antwort. Ilse biss sich auf die Unterlippe und trat heftig mit dem Fuß auf, aber sie schwieg. Schnell ging sie zur Tür hinaus und warf sie unsanft hinter sich zu. Oben in ihrem Zimmer ließ sie sich auf einen Stuhl fallen, stützte die Ellbogen auf das Fensterbrett und weinte Tränen des bittersten Unmuts. »Oh, wie schrecklich ist es jetzt«, stieß sie schluchzend hervor. »Warum musste Papa wieder eine Frau nehmen? Es war so schön, als wir beide allein waren. Ich will doch keine Dame sein, ich will es nicht, und wenn sie es 10-mal sagt.« Als Ilse mit ihrem Vater noch allein gewesen war, hatte sie freilich ein ungebundenes und lustiges Leben geführt. Niemand durfte ihr Vorschriften machen oder ihre dummen Streiche hindern. Was sie auch unternahm, galt als unübertrefflich. Das Lernen wurde nur als langweilige Nebensache betrachtet, und die Erzieherinnen fügten sich entweder dem Willen ihrer Schülerin oder sie gingen davon. Beklagte sich je einmal eine von ihnen bei dem Vater und fasste dieser wirklich den festen Entschluss, ein Machtwort gegen sein unmündiges Kind zu sprechen, fiel sie ihm um den Hals, nannte ihn ihren einzigen kleinen Papa, obwohl Herr Macket groß und kräftig war, und küsste ihn stürmisch. »Ich weiß alles, was du mir sagen willst, und ich will mich ganz gewiss bessern.« Mit solchen und ähnlichen Worten und Versprechungen tröstete sie ihren Vater. Ach, wie gern ließ er sich doch trösten. Er konnte seinem Kind nie ernstlich zürnen, es war sein Alles. Als Ilses Mutter starb, legte sie ihm das kleine, hilflose Mädchen in den Arm. Ilse hatte die schönen, frohen Augen der früh dahingeschiedenen
Und wenn sie den Vater anblickte, dann war es ihm, als ob ihn die Gattin anlächle, die er so sehr geliebt hatte. Viele Jahre blieb Herr Macket einsam und lebte nur für sein Kind. Dann lernte er seine zweite Frau kennen. Ihr kluges, sanftes Wesen fesselte ihn so sehr, dass er sie heimführte. Frau Anne betrat das Haus ihres Mannes mit dem festen Vorsatz, seinem Kind die liebevollste Stiefmutter zu sein und alles aufzubieten, ihm die früh verlorene Mutter zu ersetzen. Aber jede herzliche Annäherung von ihrer Seite scheiterte an Ilses trotzigem Widerstand. Bald ein Jahr war sie nun schon im Hause, und doch war es ihr bis heute nicht gelungen, Ilses Liebe zu gewinnen. Die Gäste blieben zum Abendessen auf Gut Moosdorf. Als man sich zu Tisch setzte, befahl Frau Anne dem Stubenmädchen, das Fräulein zu Tisch zu rufen. Ilse hatte sich eingeschlossen, und das Stubenmädchen musste erst tüchtig pochen, bevor sie sich bequemte, die Tür zu öffnen. »Sie sollen herunterkommen, Fräulein. Die gnädige Mama hat es befohlen«, sagte Katharine und betonte das »sollen« und »befohlen« recht auffallend. »Ich soll«, rief Ilse und wandte den Kopf hastig um. »Aber ich will nicht. Sag das der gnädigen Frau Mama.« »Ja«, erwiderte Katharine, befriedigt von dieser Antwort. Auch sie war durchaus nicht damit einverstanden, dass wieder eine Frau ins Haus gekommen war, die der schönen Freiheit ein Ende bereitete. Sie ging hinunter in das Speisezimmer und richtete Ilses Bestellung wörtlich aus. Herr Macket blickte seine Frau verlegen an. Er wusste nicht, was diese Antwort bedeuten sollte. Die Hausfrau verstand die Frage, und ohne im geringsten ihren Unmut merken zu lassen, sagte sie gelassen: »Ilse ist nicht ganz wohl, lieber Richard. Sie klagte etwas über Kopfschmerzen. Katharina hat ihre Bestellung ungeschickt ausgerichtet.« Alle Anwesenden errieten sofort, dass Frau Annie eine Ausrede gebrauchte. Nur Herr Macket glaubte, dass es sich in Wahrheit so verhielt. »Wollen wir nicht lieber einen Boten zum Arzt schicken?« fragte er besorgt. Die Antwort gab ihm seine Tochter selbst. Laut jubelnd und lachend trieb sie einen Reifen mit einem Stock über den großen Rasenplatz, und Tyras, der Jagdhund, sprang ihr nach. Herrn Mackets Gesicht veränderte sich bei diesem Anblick. Er stand auf und trat in die offenstehende Flügeltür des Zimmers. Er war im Begriff, Ilse zu rufen, als Frau Anne ihn davon zurückhielt. »Lass sie, ich bitte dich, Richard«, bat sie, und zu den Gästen gewendet, setzte sie hinzu: »Es tut mir leid, nun doch die Wahrheit sagen zu müssen, aber Ilses Benehmen zwingt mich dazu.« Und sie erzählte den kleinen Vorfall so gemildert wie möglich. Es wurde darüber gelacht. Ja, Herr Schäfer behauptete, die Kleine habe Temperament, und es sei schade, dass sie kein Junge sei. Seine Frau vermochte ihm jedoch nicht beizustimmen. Sie fand das wilde Mädchen geradezu entsetzlich. Als die Gäste fortgefahren waren, blieb Pfarrer Wollert noch zurück. Er war ein modern denkender und klarblickender älterer Herr, der in seiner gütigen Art Ilse seit ihrer Kindheit eine wohlwollende Zuneigung bewahrte. Er hatte sie getauft und eingesegnet, unter seinen Augen war sie herangewachsen. Seit dem Abschied der letzten Erzieherin leitete er ihren Unterricht. Es trat ein beinahe peinliches Stillschweigen ein. Jedem der drei Anwesenden lag etwas auf dem Herzen, doch jeder scheute sich, das erste Wort zu sprechen. Herr Macket saß rauchend am Tisch. Frau Macket beschäftigte sich eifrig mit einer Handarbeit. Pfarrer Wollert ging im Zimmer auf und ab. Er sah ernst und nachdenklich aus. Endlich blieb er vor dem Oberamtmann stehen. »Es hilft nichts, lieber Freund«, sagte er. »Das Wort muss heraus. Es geht nicht mehr so weiter. Wir können dieses ungewendige Kind nicht zügeln. Es ist uns über den Kopf gewachsen.« Der Oberamtmann sah den Pfarrer verwundert an. »Wie meinen Sie das?« fragte er. »Ich verstehe Sie nicht.« »Meine Meinung ist gerade herausgesagt die«, fuhr der Pfarrer fort. »Das Kind muss fort von hier, in ein Pensionat.« »Ilse in ein Pensionat? Aber warum? Sie hat doch nichts verbrochen«, rief Herr Macket erschrocken. »Verbrochen?« wiederholte lächelnd der Pfarrer. »Nein, nein, das hat sie nicht. Aber muss denn ein Kind erst etwas Böses getan haben, um in ein Institut zu kommen? Es ist doch keine Strafanstalt. Hören Sie mich ruhig an, lieber Freund«, fuhr er besänftigend fort und legte die Hand auf Mackets Schulter, als er sah, dass der Oberamtmann heftig auffahren wollte. »Sie wissen, wie ich Ilse liebe, und Sie wissen auch, dass ich nur das Beste für Sie im Auge habe. Nun wohl, ich habe reiflich überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass Sie, Ihre Frau und ich nicht genug Macht besitzen, das Mädchen zu erziehen.
Sie trotzt uns allen drein. Soeben hat sie wieder ein klares Beispiel ihrer widerspenstigen Natur gegeben. Der Oberamtmann trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. Das war eine Ungezogenheit, die ich bestrafen werde, sagte er. Etwas Schlimmes kann ich nicht darin finden. Lieber Himmel, Ilse ist jung, noch halb ein Kind, und Jugend muss sich austoben. Weshalb soll man einem übermütigen Mädchen so strenge Fesseln anlegen und es Knall auf Fall in ein Pensionat bringen? Was sagst du dazu, Anne? Wandte er sich an seine Frau. Du denkst wie ich, nicht wahr? Ich dachte wie du, entgegnete Frau Anne, vor einem Jahr, als ich dieses Haus betrat. Heute urteile ich anders. Heute muss ich dem Herrn Pfarrer recht geben. Ilse ist schwer zu erziehen, trotz aller Herzensgüte, die sie besitzt. Gewöhnlich geschieht das Gegenteil von dem, was ich ihr sage. Bitte ich sie, ihre Aufgaben zu machen? So tut sie entweder, als hätte sie mich nicht verstanden, oder sie nimmt unwillig ihre Bücher, wirft sie auf den Tisch, setzt sich davor und unterhält sich mit allerhand Unsinn. Nach kurzer Zeit erhebt sie sich wieder und fort ist sie. Da hilft kein gütiges Zureden, keine Strenge. Sie will nicht. Frage den Herrn Pfarrer, wie ungleichmäßig Ilses wissenschaftliches Interesse ist, wie sie zuweilen sogar noch orthografische Fehler macht. Was kommt's bei einem Mädchen darauf an? Entgegnete Herr Mackett und erhob sich. Eine Gelehrte soll sie nicht werden. Wenn sie einen Brief schreiben kann und das einmal eins gelernt hat, weiß sie genug. Der Pfarrer lächelte. Das ist nicht Ihr Ernst, lieber Freund. Oder würde es Ihnen Freude machen, wenn man von Ihrer Tochter sagen dürfte, Ilse Mackett ist dumm und langweilig. Sie ist so ungebildet, dass man mit ihr über gar nichts sprechen kann? Ilse hat gute Anlagen. Es fehlt ihr nur der Wille, die Lust zum Lernen. Beides wird sich einstellen, sobald sie unter junge Mädchen ihres Alters kommt. Die gemeinsame Arbeit wird ihren Ehrgeiz wecken und ihr bester Lehrmeister sein. Die Wahrheit dieser Worte leuchtete Herrn Mackett ein, aber die Liebe zu seinem Kind ließ es ihn nicht laut eingestehen. Der Gedanke, sich von Ilse trennen zu müssen, war ihm furchtbar. Frau Anne empfand, was im Herzen ihres Mannes vorging. Liebevoll trat sie zu ihm und ergriff seine Hand. »Denke nicht, dass ich hart bin, Richard, wenn ich für den Vorschlag unseres Freundes stimme«, sagte sie. »Ilse steht jetzt an der Grenze zwischen Kind und Mädchen. Noch hat sie Zeit, das Versäumte nachzuholen und ihre unbändige Natur zu zügeln.« »Ich wüsste ein Institut, das ich für Ilse bestens empfehlen könnte«, erklärte der Pfarrer. Die Vorsteherin ist mir gut bekannt. Sie ist eine außerordentlich tüchtige und sehr gescheite Dame. Ilse würde dort den besten Unterricht und die liebevollste Pflege finden. Und welch ein Vorzug wäre die wunderbare Lage. Berge ringsum, die herrliche Luft. Ja, unterbrach Herr Mackett abwehrend. Ich glaube das alles gern, aber lasst mir Zeit. Bestürmt mich nicht weiter. Ein so wichtiger Entschluss, selbst wenn er notwendig ist, bedarf reiflicher Überlegung. Am anderen Morgen, es war noch sehr früh, traf der Oberamtmann sein Töchterchen, als es eben im Begriff war, auf die Wiese hinauszureiten, um das Heu mit einzuholen. Ilse saß auf einem der Pferde, die vor den Leiterwagen gespannt waren. »Guten Morgen, Papachen«, rief sie ihm schon von weitem laut entgegen. »Wir wollen auf die Wiese fahren, das Heu muss herein. Der Hofmeister sagt, wir bekämen gegen Mittag ein Gewitter. Ich will gleich mit Aufladen helfen.« Herrn Mackett fielen die Worte seiner Frau vom gestrigen Abend ein. Ilse sah in diesem Augenblick kaum wie ein Mädchen aus. Eher glich sie einem wilden Buben. Wie ein richtiger Junge saß sie auf dem Pferd und ließ die Füße an beiden Seiten herunterhängen. Das kurze Kleid ließ die unordentlichen bunten Strümpfe sehen und die hohen, plumpen Lederstiefel waren sichtlich seit Tagen nicht gereinigt. Das Mädchen bot kein anmutiges Bild. »Steig ab, Ilse«, sagte Herr Mackett, dicht zu ihr tretend, um ihr zu helfen. »Du wirst jetzt nicht auf die Wiese reiten, hörst du, sondern deine Aufgaben machen.« Es war das erste Mal in Ilses Leben, dass der Vater in so bestimmtem Ton zu ihr sprach. Sehr verwundet blickte sie ihn an, aber sie machte keine Miene, seiner Aufforderung Folge zu leisten. Sie schlug die Arme ineinander und fing an, herzlich zu lachen. »Arbeiten soll ich?« »Du kleiner, reizender Papa, wie kommst du denn dann auf diesen komischen Einfall? Mach nur nicht so ein böses Gesicht. Weißt du, wie du jetzt aussiehst? Gerade wie Mademoiselle, die letzte Papa von den vielen, wenn sie böse war.
Fräulein Ilse, gehen Sie auf Ihr Zimmer. Mais tout de suite. Haben Sie mich compris? Dabei zog sie die Stirn in Falten und riss die Augen auf. So. Ilse versuchte es nachzuahmen. Oh, es war zu himmlisch. Lieb wohl, Papachen. Zum Frühstück komme ich zurück. Sie warf ihm noch eine Kusshand zu, lachte ihn schelmisch an und fort ging es im lustigen Trab hinaus auf die Wiese, in den taufrischen Sommermorgen hinein. Herr Mackert schüttelte den Kopf. Mit einem Mal stiegen ernstliche Bedenken in ihm auf. Er fand den Gedanken, Ilse in ein Pensionat zu geben, heute weniger unerträglich als gestern. Seine Tochter hatte ihm soeben den Beweis gegeben, dass sie auch ihm Widerstand entgegensetzte. Er ging in das Speisezimmer und trat von dort auf die Veranda, die sich weinumrankt an der Vorderseite des Hauses entlang zog. Seine Frau erwartete ihn dort, am gedeckten Frühstückstisch. Ganz gegen seine Gewohnheit war er still und einsilbig. »Gab es Unannehmlichkeiten?«, fragte Frau Anne und reichte ihm den Kaffee. »Nein«, entgegnete Herr Mackert mürrisch. Er hielt einen Augenblick inne, als würde es ihm schwer, weiterzusprechen. Dann fuhr er fort. »Ich habe über unser gestriges Gespräch nachgedacht und den Beschluss gefasst, Ilse zum 1. Juli in das Pensionat zu geben. Wirst du imstande sein, bis zu dem Zeitpunkt alles zu Ilses Abreise vorzubereiten? Wir haben heute den 12. Juni.« »Ja, das kann ich wohl, lieber Richard, aber verzeih, mir kommt dein Entschluss etwas übereilt vor. Wird er dich nicht gereuen? Lass Ilse die schönen Sommermonate noch ihre Freiheit genießen und gib sie erst zum Herbst fort. Der Abschied wird ihr dann weniger schwer werden.« »Nein, keine Änderung«, sagte Herr Mackert, der befürchtete, bei einem längeren Hinausschieben wieder schwach zu werden. »Es bleibt dabei. Zum 1. Juli wird sie angemeldet.«